Dreieinigkeit, und zwar nicht die göttliche, sondern die menschliche, und die hängen ja irgendwie miteinander zusammen. Körper, Geist und Seele. Es beginnt mit der Vorstellung der drei Wesenheiten, die da in den menschlichen Wesen zusammenkommen, mit der Seele, mit dem Körper, der Emotion und mit dem Geist, der versucht, alles zu beherrschen. Es gelingt halt doch nicht so richtig. Im zweiten Teil kommt dann diese Dreieinigkeit in eine Welt, die in unserem Jahrhundert sehr stark von hier oben von der Planung gelebt wird, mit einem Gesetz, das in der Musik umgesetzt Demokratie der Töne bedeutet. Also alle Töne sind gleichberechtigt, was dem Naturgesetz widerspricht. Wahrscheinlich auch im täglichen Leben, wir sind ja nicht alle gleich, Gott sei Dank. Obwohl man uns vielleicht gleich machen möchte, jeder sieht das gleiche Fernsehprogramm, jeder weiß dann die gleichen Klamotten und so. Das ganze Verheerung, die ganze negative Seite der Medaille kann man eigentlich dann nur noch ertragen, indem man also sowas wie Humor entwickelt, den Dingen gegenüber, und dann lernt, mit ihnen zu leben, sie aufzuarbeiten. Und in den Ketten, in denen man dann leben muss, anfängt frei zu werden, was dann der dritte Teil sagt. Danke.
Schönes Aschini. Bewegte Jugend. Child, you. Juventud, ágil. Juventud agitada.